kann man bei Windows 10 oder Windows 11 den WinSXS-Ordner löschen oder kleiner bekommen? Das fragen viele Zuschauer in den YouTube-Kommentaren unter den Windows-Videos. Und das gucke ich mir hier mal an und zeige mal, wie man diesen Ordner kleiner kriegt oder ob man den löschen kann. Der Windows-Ordner WinSXS, der ist bei jedem Windows dabei, Windows 10, Windows 11 und bei den vorhergehenden Versionen auch. Und der ist nicht besonders klein. Hier sind es fast 9 GB, das sind hier 8,99 GB und Größe auf dem Datenträger. Das ist interessant, das ist ein bisschen kleiner. Wieso ist das so? Zeige ich gleich mal. Und da sind tatsächlich 76.180 Dateien drin in 22.135 Ordnern. Und da hat man ja schon den Wunsch, das irgendwie mal aufzuräumen. Alleine die Verzeichnisstruktur, die belegt wahrscheinlich mehr Platz als irgendeine alte Windows-Version. Die Größe hier bei diesem Windows 11-System von 8,99 GB, das ist noch nicht mal wirklich groß. Also das gibt es auch mit 10, 20 GB Größe. Man muss da aber unterscheiden zwischen der Größe des Inhalts, der angezeigten Größe und der wirklichen Größe auf dem Datenträger. Das ist durchaus verschieden. Wie findet man den Ordner? Wie kann man den sich anzeigen lassen? Einfach den Explorer öffnen, dann hier lokaler Datenträger C, da ist er immer zu finden. Dann gibt es hier das Verzeichnis Windows, klicke ich drauf und dann kann man einfach hier nach unten scrollen und das ist einer der letzten Ordner. Hier unten ist er, WinSXS, und da klickt man einfach drauf mit der rechten Maustaste, dann auf Eigenschaften und dann wird hier die Größe berechnet und das kann je nachdem, was für ein System ihr habt, eine ganze Weile dauern. Diese Größen, die hier angezeigt werden, die sind aber nicht statisch, sondern die variieren immer. Also wenn man da heute nachguckt, sind das 8,99 GB. Wenn man morgen nachguckt, können das ein paar Gigabyte mehr oder auch weniger sein, je nachdem, was man macht. Und die Frage ist natürlich, was ist da drin gespeichert hier in dem Ordner WinSXS? Da gibt es hier diesen Artikel bei Microsoft, da wird das erklärt, der Windows-Komponentenspeicher und WinSXS-Ordner. Und diesen Artikel, den findet ihr unten in der YouTube-Videobeschreibung verlinkt. Einfach mal reingucken und da wird dann so kurz erklärt, was eben dieser Ordner macht. Das ist eben ein Komponentenspeicher, da sind verschiedene Dateien, genauer gesagt Systemdateien drin. Da kann man hier zum Beispiel problematische Updates mit deinstallieren. Da sind sozusagen Backups drin von Systemdateien, DLL-Dateien, aktivieren und deaktivieren von Windows-Features oder eben auch das Reparieren von einer defekten Windows 10 oder Windows 11-Installation, wenn man den Rechner einschaltet. Da kriegt man ja ab und zu mal angezeigt, dass hier irgendwas repariert wird. Windows wird repariert und das wird mit Hilfe von diesem WinSXS-Ordner gemacht. Steht dann hier auch, dass das unter Windows XP eingeführt wurde, um parallele Assemblies zu unterstützen. Und hier ab Windows Vista wurde der Komponentenspeicher erweitert. Und der ist immer weiter angewachsen, gerade eben bei Windows 10 und Windows 11 ist er irgendwie gefühlt zumindest sehr groß. Aber da muss man eben auch aufpassen, da gibt es sogenannte harte Links. Wenn man sich die Eigenschaften des Ordners im Windows Explorer hier anschaut, Eigenschaften von WinSXS, dann sieht man hier Größe 8,99 GB und hier unten steht dann Größe auf dem Datenträger 5,07 GB. Das ist also natürlich deutlich weniger als die Größe, also die Summe des Inhalts aller Dateien. Und wie kommt es? Das kommt durch diese Hardlinks hier oder auch harte Links genannt. Und das wird hier auf der Seite von Microsoft sehr gut erklärt. Durch diese Art von Links kann es eben sein, dass ein Ordner, der 8 GB oder 9 GB groß ist, in Wirklichkeit viel weniger auf der SSD oder auf der Festplatte belegt und dass es eigentlich gar nicht mal so notwendig ist, diesen Ordner zu bereinigen oder zu löschen. Da muss man eben auch sehr vorsichtig sein, weil das eben Systemdateien sind. Hier in meinem Fall Größe 8,99 GB. Das ist die Summe aller Dateigrößen, die da drin gespeichert sind. Aber auf dem Datenträger belegt dieser Ordner tatsächlich nur 5,07 GB. Und hier wird das erklärt, was hier harte Links sind. Und das hat Microsoft wirklich mal sehr gut erklärt. Da sind hier in diesem Beispiel zwei Ordner, Ordner A, Ordner B. In dem Ordner A sind drei Dateien gespeichert: 1.txt, 2.txt, 3.txt. Und im Ordner B ist nur 4.txt gespeichert. Und hier auf der Platte belegen aber alle Dateien zusammen, alle vier, nur 1 MB plus 2 MB gleich 3 MB.
Und wenn man sich jetzt hier die Eigenschaften von Ordner A aufrufen würde, genauso wie ich das eben gemacht habe, dann würde da als Antwort kommen, 1 Megabyte plus 1 Megabyte plus 2 Megabyte gleich 4 Megabyte wäre der Ordner groß, aber in Wirklichkeit sind nur 3 Megabyte auf der Platte belegt. Hier ist es nochmal erklärt auf der Seite, wie gesagt, Link unten in der YouTube-Videobeschreibung. Wenn man eben die Dateien im Verzeichnis A liest, ist die Größe aller Dateien 4 Megabyte. Und hier sieht man auch nochmal, was passiert, wenn man die Dateien kopiert oder wenn man die Dateien löscht. Also hier in diesem Beispiel, wenn ich jetzt hier zum Beispiel den Ordner B löschen würde, wäre dieser Hardlink zwar verschwunden, aber die Datei hier unten, die ist ja noch referenziert im Ordner A. Das heißt, auf der Platte wird überhaupt nichts freigegeben. Wenn ich hier den Ordner A löschen würde, dann würde eben diese Datei hier verschwinden, weil die ja nur hier gelinkt ist. Und hier drüben auf der rechten Seite wäre eben dieser Ordner noch frei. Also ich kann hier schauen, ich habe hier 1 Megabyte plus noch 1 Megabyte plus 2 sind dann 4 Megabyte. Ich lösche den Ordner. Was ist passiert? Es ist nur 1 Megabyte auf der Festplatte oder SSD frei geworden. Hier bei dem Ordner WinSXS bedeutet das also, ich könnte hier zum Beispiel in diesem Fall 3 GB löschen und hier wäre auf dem Datenträger immer nur noch derselbe Platz belegt und derselbe Platz frei. Also es würde sich gar nichts tun. Das Einzige, was passieren würde, ist, dass die Zahl hier oben ein bisschen reduziert wird, weil ich einfach nur die Links gelöscht habe, aber nicht die Dateien. Und diesen Ordner klein zu kriegen, da gibt es zwei Methoden. Einmal direkt und einmal indirekt. Bei Windows 10 und bei Windows 11 und bei den Windows-Versionen davor, da gab es dieses Tool DISM, DISM auch genannt. Und da kann man eben Systemdateien mit bearbeiten, da kann man sich eigene Images mit erstellen, da kann man das System reparieren oder bereinigen. Und das ist ein bisschen versteckt, das kriegt man auch nur über die Kommandozeile hin. Ein bisschen einfacher ist es, kann man auf jeden Fall probieren, über eben die Datenträgerbereinigung. Und das ist diese hier, kann man einfach in das Suchfeld hier oben Datenträgerbereinigung eintippen oder Clean geht auch. Mal schauen, ob das hier funktioniert. Ja, geht auch. Da kriegt man die Datenträgerbereinigung und darüber kann ich eben auch diesen Ordner WinSXS verkleinern. Da kann ich mir zuerst mal aussuchen, welches Laufwerk ich bereinigen möchte. Hier gibt es Laufwerk C und D und diese ganzen Systemdateien WinSXS, die sind natürlich nur auf C drauf und da kommt dann das bekannte Fenster Datenträgerbereinigung und hier sind die üblichen Sachen, die heruntergeladenen Programmdateien und da sieht man ja auch die Größen, um welche man das bereinigen kann. Hier gibt es noch einen Papierkorb, 2,31 GB, aber der Ordner WinSXS, der wird hier unten drüber bereinigt über Systemdateien bereinigen. Klicke ich dann hier unten drauf, Systemdateien bereinigen, dann auch nochmal hier was für ein Laufwerk, Laufwerk C natürlich. Und je nachdem, wie lang das schon nicht mehr gemacht wurde bei eurem Windows 10 oder Windows 11 System, kann das hier eine ganze Weile dauern, teilweise bis zu 15, 20 Minuten habe ich schon gesehen. Manchmal ist dieser Vorgang hier des Analysierens aber auch schon nach einer Minute fertig. Hier habe ich jetzt die Datenträgerbereinigung mit einmal den normalen Dateien, die man am Anfang gesehen hat und dann eben auch nochmal mit den Systemdateien. Da weiß man aber natürlich hier an dieser Stelle jetzt nicht, welche Dateien in dem WinSXS-Ordner drin sind. Und auf der rechten Seite sieht man ja die Größen 2 GB, 13 GB und so weiter. Das ist nicht allzu viel, was hier freigegeben werden kann. Und ich gucke mal hier unten, da habe ich hier die Option vorherige Windows-Installation 13,8 GB. Und ja, wie kommt die dahin? Vorhin hat man ja schon gesehen im Explorer, da gab es hier noch einen Ordner. Und ich gehe mal zurück auf den lokalen Datenträger C und da gibt es hier unten den Ordner Windows.old. Da klicke ich mit der rechten Maustaste mal drauf, klicke hier auf Eigenschaften und da kann ich mir die Größe von dem mal anschauen. Und da sieht man schon, der ist riesig groß. Und wie ist er da drauf gekommen? Ganz einfach durch ein Windows-Update, in diesem Fall das Update bei Windows 11 von der Version 21H2 auf 22H2. Da wurde der automatisch ungefragt angelegt und das sind natürlich hier die größten Platzfresser, die es gibt, diese Windows.old-Ordner, also diese automatischen Sicherungen, die Windows hier anlegt.
Sieht man bei diesem Ordner sehr schön. Größe sind 20,9 Gigabyte, also die Summe aller Dateigrößen, die da drin sind. Und auf dem Datenträger belegt er aber 19,9 Gigabyte, ein bisschen weniger, aber eben fast genauso viel. Der WinSXS-Ordner, da war es ja, je nachdem, was man natürlich für eine Installation hat, fast die Hälfte nur. Und da, bei diesem Ordner, da hat man natürlich einen wesentlich größeren Platzgewinn als bei diesem WinSXS-Ordner. Ich versuche hier mit der Datenträgerbereinigung den WinSXS-Ordner mal ein bisschen kleiner zu bekommen und ich klicke hier einfach alles an, außer dem Windows.old-Ordner. Mal gucken, hier so Protokolldateien für Upgrades, die könnten ja da drin sein. Und so sieht das jetzt hier aus. Vorherige Windows-Installation 13 GB, die verändere ich nicht. Auch interessant, hier steht 13,8 GB und der Ordner selber, der hatte aber hier so um die 20 GB. Also die Größen, die sind bei Windows 10 und Windows 11 auch immer relativ. Klicke ich dann hier unten auf OK. Möchten Sie diese Dateien wirklich unwiderruflich löschen? Ja. Also hier kann man eigentlich wenig falsch machen, was man eben natürlich nicht machen darf. Man darf im Datei-Explorer nicht in den Ordner WinSXS reingehen und da Dateien per Hand löschen. Und fertig, das Fenster hat sich automatisch geschlossen und ich rufe nochmal hier den Explorer auf, gehe in Windows rein, gehe hier runter und suche den Ordner WinSXS. Hier ist er. Rechte Maustaste, Eigenschaften, mal gucken, ob er kleiner geworden ist, wenigstens ein bisschen. Das wäre ja schon mal ein Zeichen für Erfolg. Und das zählt hier hoch. Nö, ist aber nicht kleiner geworden. Hier rechts, das ist jetzt der aktuelle WinSXS-Ordner. Die Größe 8,99 GB, Größe auf Datenträger 5,07 GB. Hier auf der linken Seite, das hier ist so eine Screen-Copy, die ich eben gemacht habe, damit man das direkt vergleichen kann. Und das ist bis aufs Byte genau gleich. Also da hat sich nichts getan. Nicht größer und nicht kleiner geworden. Das ist aber ganz unterschiedlich, je nachdem, wie euer System ist, kann es eben wirklich sein, dass durch die Datenträgerbereinigung der WinSXS-Ordner bei euch bei Windows 10 und Windows 11 erkennbar kleiner wird. Bei Microsoft auf der Webseite, da gibt es hier diesen Artikel Bereinigen des Ordners WinSXS, also wie man den kleiner kriegt praktisch. Und den Link zu diesem Artikel, den findet ihr auch unten in der YouTube-Videobeschreibung. Und da kann man hier mal runterscrollen. Da steht hier schon Warnung, wenn Sie Dateien aus dem Ordner WinSXS oder den gesamten Ordner löschen, kann das schwerwiegende Folgen für das System haben. Es kann passieren, dass der PC nicht mehr gestartet werden kann oder dass keine Updates mehr installiert werden können. Also das sollte man auf keinen Fall machen. Hier sind dann einige Beispiele aufgeführt, wie man mit DISM, also mit DISM, eben diesen Ordner überprüfen und verkleinern kann. Und das werde ich hier mal ausprobieren. Bei Windows 10 und bei Windows 11, da kann man eine Eingabeaufforderung starten. Klickt man auf Start und tippt hier oben CMD ein. Und dann sieht das hier so aus, Eingabeaufforderung App. Und dann kann ich hier unten draufklicken, als Administrator ausführen. Das mache ich mal und klicke hier auf OK. Da tippe ich einfach mal hier diesen DISM-Befehl ein. Und das hier ist Analyze Component Store. Und drücke mal hier Eingabe. Und da sieht man, das wird hier nach Prozenten gemacht, 16%. Und das kann eine Weile dauern. Da wird erstmal eben dieser WinSXS-Ordner analysiert. Das hier ist dann das Ergebnis. Hat ungefähr so 30 Sekunden gedauert. Vom Windows Explorer gemeldete Größe des Komponentenspeichers 5,36 GB. Tatsächliche Größe 5,23 GB. Hier freigegeben für Windows 3,12. Sicherungen. Und deaktivierte Features 2,1 Cache und temporäre Dateien 1,75 Megabyte. Das ist natürlich super wenig. Das lohnt sich eigentlich gar nicht. Hier Anzahl von Paketen, die freigegeben werden können. Null Bereinigen des Komponentenspeichers empfohlen. Ja, super. Und ich kann mir das auch nochmal anschauen hier und kann mir das mal vergleichen mit den Daten, die ich auch vorhin angezeigt bekommen habe. Hier Größe auf Datenträger 5,07 GB. Das sind hier 5.444 Millionen und so weiter Bytes. Also kommt auch in etwa hin. Bei euch ist es natürlich alles anders. Kann natürlich sein, dass es sich bei eurem Windows hier richtig lohnt. Der Vorgang wurde erfolgreich beendet und möchten Sie den Computer jetzt neu starten? Und es ist natürlich klar, wenn Windows fragt, ob der Rechner neu gestartet werden soll, dann klickt man hier auf Ja, genauer gesagt hier auf Y. Windows 11 ist jetzt neu hochgefahren und wie man ja gesehen hat hier, da wurde irgendwas installiert, deinstalliert, aufgeräumt. Man weiß es nicht so genau, was Windows da so immer macht beim Runter- und beim Hochfahren.
Und das hier ist die Größe von dem Ordner, bevor ich eben diese Analysierung und den Neustart gemacht habe. Das ist die Größe danach und hat sich tatsächlich was geändert. Der Ordner ist noch größer geworden. Der hat jetzt hier 9 GB statt 8,99 und hier in den Bytes Größe auf dem Datenträger, da ist er auch größer geworden. Das hier, das ist die Seite von Microsoft, die man eben schon gesehen hat und ich hatte den WinSXS-Ordner eben ja erstmal nur analysiert. Und hier gibt es jetzt den Cleanup-Befehl. Das ist dieser hier unten und das ist Cleanup-Image und den kopiere ich mir hier einfach. Diese ganzen Befehle findet ihr auch in der YouTube-Videobeschreibung und kann den Befehl hier einfügen. So und dann kann ich das hier nochmal so starten. Das dauert hier schon erkennbar länger und hier sind wir schon bei zwei Abschnitten, 78,9% und das macht es jetzt hier schon seit 5 Minuten. Der Vorgang wurde erfolgreich beendet und sonst steht da jetzt hier nichts und ich gucke einfach mal, was die Größe macht. Ich klicke das hier mal weg und guck mal, wie die aktuelle Größe aussieht, dass die hier nochmal berechnet wird, ob da irgendwas sich verkleinert hat oder vergrößert, kann ja auch gut sein. Und tatsächlich, die Größe ist kleiner geworden. 6,2 GB sind hier drin und Größe auf dem Datenträger nur noch 3,61 GB. Also das hat tatsächlich was gebracht. Hier schlägt Microsoft noch eine andere Option vor. Einmal Cleanup Image und dann hier hinten Reset Base. Und da steht hier oben, wenn man diesen Befehl eben eintippt unter Windows 10 oder Windows 11, werden alle veralteten Versionen der einzelnen Komponenten entfernt. Hört sich gut an und das kopiere ich hier auch mal und führe das auch mal aus. Kann ich dann hier einfügen, Reset Base und mal schauen, wie lange das hier dauert. Das war jetzt hier ruckzuck fertig. Keine Minute hat das gedauert. Erfolgreich beendet und die Information ist auch sehr spärlich, die man da bekommt. Und ich klicke mir den Ordner hier nochmal an und guck mal, was hier rausgekommen ist, ob das signifikant kleiner ist. Und habe ich jetzt hier 5,1. Nö, das ist jetzt hier genauso groß wie vorher. Das hat wenig gebracht. Gibt noch einen dritten Befehl, den kann ich hier mal einfügen. Auch wieder Cleanup Image und dann SP superseded und drücke ich mal Eingabe hier. Die Service Pack Bereinigung kann nicht fortgesetzt werden. Es wurden keine Service Packs gefunden. Das ist natürlich ganz verschieden von Gerät zu Gerät. Also kann sein, dass das bei euch auch noch mal um einiges den Ordner kleiner macht. Ich habe mir hier noch mal ein Programm runtergeladen, das nennt sich hier WinDiaStat und das ist ein grafisches Programm, da kann ich die Festplatte mit analysieren. Das hier, das ist dann die Belegung von der SSD, die hier eingebaut ist, wo Windows 11 drauf ist. Und hier unten ist es grafisch, da sehe ich die einzelnen Dateien, da sieht man hier drei große Dateien und hier sehr, sehr viele kleine Dateien, da auch nochmal und hier oben dann die Verzeichnisliste, also die Ordner und auch die Dateien, die sind hier zu finden und da kann ich hier zum Beispiel draufklicken und da sehe ich hier diese Datei, das ist die Datei windows.iso, die habe ich mir runtergeladen von Microsoft, das ist ein Windows-Image und hier genau das gleiche Windows 11 ISO. Hier drüben ist eine grüne Datei, da klicke ich drauf, das ist die hyperfill.sys. Und hier ist also noch die pagefile.sys, das ist die, die ein bisschen nebendran ist. Und das sind eben Windows-Systemdateien, die kann ich natürlich nicht löschen. Aber hier sehe ich schon, dass eben diese runtergeladenen ISOs so mindestens mal ein Drittel des belegten Platzes belegen auf dieser SSD. Wo ist da jetzt der Ordner WinSXS? Der ist hier drüben, der ist hier zu sehen. Da sind eben sehr, sehr viele Ordner und kleine Dateien. Und den kann ich hier oben auch anklicken. Hier habe ich den Windows-Ordner. Dann habe ich hier WinSXS, klicke ich hier drauf, sieht man da. Und hier unten wird er dann grafisch angezeigt. Und da sieht man direkt schon eben sehr viele Dateien, sehr viele Ordner, sehr viele kleine Dateien. Das ist eben, wie gesagt, eine große Datei, einfarbig. Und wenn man sich das Ganze mal anguckt in der Belegung, dann ist es auf einmal gar nicht mehr so viel. Hier sieht man auch sehr viele kleine Dateien und da findet eben dieses Aufräumen auch schon seinen Abschluss. Ich klicke mal hier einfach drauf in dieses Feld und dann kriege ich hier oben gleich angezeigt, was das hier für ein Ordner ist. Ich habe hier jetzt also mit der Maus reingeklickt und ich habe getroffen die Datei bthenum.sys. Und da scrolle ich hier mal nach oben. Da sehe ich hier, das ist der Ordner Windows.old.
Und in dem Ordner Windows.old gibt es den Ordner Windows WinSXS auch wieder. Ne? Man sieht das rein optisch schon, dass die Sachen sich hier sehr ähnlich sehen. Das ist die aktuelle WinSXS und das ist eine gebackupte. Die hat Microsoft Windows 11 22 H2 angelegt, als sich das Update vor einer Woche installiert hat. Da klicke ich dann hier oben einfach mal auf Windows.old und aha, da sieht man auch schon hier der Windows.old-Ordner. Der belegt doch fast die Hälfte von der SSD. Da kann man dann auch hier prima runterscrollen und sieht dann die einzelnen Ordner von WinSXS. Und ja, das sind alles viele kleine Ordner. Und da kann ich hier reinschauen, da sehe ich hier TTC-Dateien. Und was habe ich hier? Hier ist nichts Sinnvolles. Ich klicke mal hier unten drauf. Eine DLL ist hier drin. Also das sind keine großen Verzeichnisse. Wieder eine DLL, die hier gespeichert ist. Das sind wahrscheinlich alles Backups. Hier eine EXE-Datei. Und ich klicke mal hier drauf. Was haben wir hier? Da ist eine INF-Datei, irgendwas mit Netzwerk oder sowas. Das kann sein, dass das auch irgendwelche Treiber sind, eben für Netzwerkadapter. Das Programm WinDirStat, das kann man sich kostenlos runterladen und schaut mal unten in der YouTube-Videobeschreibung. Und das ist schon tierisch alt, das ist schon 20 Jahre alt, funktioniert immer noch wie am ersten Tag. Und das macht auch sonst nichts anderes, als einfach hier das Verzeichnis einzulesen und grafisch anzuzeigen. Und das hilft ungemein, da kann man hier seine Platte, seine SSD prima verwalten. Und da sieht man eben auch, wer hier die Platzfresser sind. Und das ist noch gar nicht mal diese WinSXS-Datei, sondern das sind eben diese runtergeladenen Sachen und hier dieser Backup-Ordner. Den Ordner Windows.old, den kann ich löschen. Entweder rechte Maustaste drauf und dann hier auf Löschen. Oder wenn man das ganz sauber macht, da kann ich hier wieder die Datenträgerbereinigung aufrufen. Da wurde das ja vorhin auch angeboten. Und mal gucken, ob es hier noch da ist. Nö, ist in den Systemdateien. Klicke ich hier drauf. Und da kann ich den Windows.old-Ordner ganz sauber löschen, ohne dass da irgendwas schief geht oder dass Windows nicht mehr hochfährt. Scrolle ich dann hier nach unten und da ist er, vorherige Windows-Installation 13,8 GB, komisch, war ja fast 20 GB groß. Klicke ich hier den Haken dann an und wie man hier sieht, das hatte ich ja vorhin alles bereinigt und es ist wieder was dazugekommen. Also diese Ordnergrößen und temporäre Dateien, die sind wirklich immer dynamisch und die entstehen auch innerhalb von Minuten wieder neu. Noch hier der Hinweis, wenn Sie die vorherige Windows-Installation oder eben die Dateien bereinigen, sind Sie nicht mehr in der Lage, auf dem Computer die vorherige Windows-Version wiederherzustellen. Ja, möchte ich. Und dann geht es hier weiter. Und fertig, das Fenster hat sich von selbst geschlossen. Da ist auch sonst keine Meldung gekommen. Und ich gucke nochmal nach und da ist tatsächlich der Windows.old-Ordner verschwunden. Hier in WinDirStat sieht die SSD auch jetzt grafisch deutlich aufgeräumter aus, also das komplette Windows-Verzeichnis. Und ich kann hier mal gucken, bei Windows nach dem WinSXS-Ordner klicke ich hier mal drauf und da ist er dann hier. Das ist der WinSXS-Ordner und das ist wirklich relativ klein, auch wenn man das mal vergleicht hier mit den anderen Dateien. Ganz wichtig ist eben der Ordner WinSXS, der kann bei euch eine ganz andere Größe haben bei Windows 10 oder Windows 11. Der kann da 10 GB groß sein, 20 GB oder ich habe den auch noch größer gesehen. Und je nachdem, wie viel Platz man eben auf der Platte oder auf der SSD hat, sollte man den eben bereinigen. Wenn man da eine 1 TB SSD drin hat, dann wird es dann wahrscheinlich nicht stören, ob da eben 10 oder 20 GB mehr oder weniger belegt sind. Aber gerade bei Notebooks oder sowas, wo man ja gern kleinere Datenträger hat oder bei irgendwelchen Tablets, da macht es durchaus Sinn, den regelmäßig mal zu bereinigen. Wenn ihr euren Ordner, euren WinSXS-Ordner anders bereinigt mit anderen Befehlen, was hier Dism betrifft, dann schreibt ihr einfach unten in die Kommentare. Oder wenn ihr den schon mal bereinigt habt und er wurde erheblich kleiner oder will gar nicht kleiner werden, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Interessiert mich auf jeden Fall und ist mit Sicherheit auch für andere Zuschauer interessant. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt ihm einfach einen Daumen hoch. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Guckt mal unten in der YouTube-Beschreibung. Da findet ihr die gezeigten Links und auch Links zu anderen Videos mit ähnlichem Inhalt. Und besucht mal die Seite tooltime.de und die Seite tooltimepedia. Besucht mal die Seite tooltime.de. Das ist diese hier. Bei tooltime.de findet ihr über 380 Anleitungen und Tutorials, wie man seinen Rechner schneller macht, wie man sein Windows installiert, wie man Linux installiert, wie man seinen Drucker repariert, wie man sein Notebook auseinanderbaut und repariert und jede Menge anderer Anleitungen für Hardware und Software.
Besucht doch mal die Seite Tooltampedia. Das ist diese hier. Die Links findet ihr alle unten in der YouTube-Videobeschreibung oder in den Kommentaren. Tooltampedia ist ein Hardware-Archiv, ist ein Software-Archiv aus 3 Jahrzehnten. Da findet ihr Hardware und Software aus den letzten 30 Jahren. Da gibt es Grafikkarten, da gibt es Festplatten, da gibt es alte Mainboards, da gibt es PC-Spiele, Scanner, was die früher konnten und was die früher gekostet haben. Hier blende ich noch ein paar Infokarten ein zu anderen Videos auf dem Kanal. Da seht ihr dann, wie man Notebooks installiert, ganz neue Notebooks richtig einrichtet, wie man Windows 10 repariert, Windows 10 schneller macht, wie man Drucker installiert und Drucker repariert. Schaut es euch einfach mal an, da sind jede Menge Sachen für euch dabei. Klickt einfach auf die Infokarte drauf.